Ja, 2 Jahre ist es jetzt her, da habe ich euch die DJI Mavic 2 Pro vorgestellt. Und warum ich glaube, dass es nach wie vor wert ist, darüber zu reden und warum es für mich nach wie vor die beste Drohne ist, das seht ihr in diesem Video. Los geht's! Ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auf meinem Natur- und Technik-Kanal, wo es viel um Fotografieren und Filmen geht, aber auch um Naturvideos. Und heute reden wir mal seit langem wieder über eine Drohne. Die habe ich hier im Koffer und es handelt sich hierbei um DJI Mavic Pro 2. Ich habe euch damals vor über 2 Jahren ein Video gemacht, warum ich vom Phantom 4 umgestiegen bin. Ich habe übrigens für den Background für euch, ich habe schon immer Drohnen gehabt. Die ersten Drohnen, die rausgekommen sind, das waren diese großen Teile. Da habe ich schon einen Hexacopter gehabt, der hat damals 3000 Euro gekostet. Da hat man dann so riesen Kameras drunter bauen können. Das ganze Wohnmobil war voller Ausrüstung, wenn man irgendwo in Urlaub gefahren ist. Das Ding war hinten auf dem Bett gestanden. Sobald ich angekommen bin, habe ich es vorher auf dem Esstisch getragen. Wenn wir dann geschlafen haben, hatten wir Platz, aber wenn wir dann zum Esstisch wollten, musste ich es wieder hinter immer so hochkant an den Möbeln vorbei jonglieren, diesen riesen Hexakopter. Und wenn man mal überlegt, was der für eine Qualität hatte, das ist ja grottig im Gegensatz zu dem, was heute die Drohnen leisten. Ja. Sardinien. Eine Mittelmeerinsel, die mit ihrem kristallklaren Wasser und den türkisfarbenen Buchten das Herz ihrer Besucher höher schlagen lässt. Doch es gibt auch ein anderes Sardinien. Landeinwärts beeindruckt die Insel nicht weniger mit ihrer Schönheit und hinter ihrem schroffen Antlitz verbirgt sich so manch schwer zugängliches Geheimnis. Und dann hatte ich den Inspire 1, der von DJI dann rauskam, der diese Stützen nach oben fahren kann. Eine tolle Drohne, aber auch nur ein 2/3 Zoll Sensor schließlich drin. 4K 30p konnte der damals. Dann bin ich irgendwann, wie dann der Phantom 4 rausgekommen ist, bin ich auf den Phantom umgestiegen. Warum? Weil ich aus der fotografischen, filmerischen Sicht immer Jagd nach dem größeren Bildsensor mache. Ja? Und der Phantom war dann der erste, der Phantom 4 Pro, glaube ich, war der erste, der einen 1 Zoll großen Bildsensor verbaut hatte. Ja? Wow, bist du wahnsinnig! Das Ding fliegt mit 70 km/h hier in 1 Meter Entfernung über meinem Kopf, ey. Okay. Ich wechsle mal schnell das Objektiv nochmal.
Und ich wollte mir am Inspire 1 natürlich nicht für 5000 Euro dieses extrem teure Kameramodul kaufen, was einen größeren Sensor hat. Das war Quatsch für mich, ja. Also weil ich allein schon vom Abstürzen, ich meine, wenn die Drohne 3,5 kostet und hab noch eine Kamera für 5000 runter und das Ding stürzt euch irgendwo ab, ja, dann gute Nacht, ja. Also das wollte ich nicht ausgeben. Und dann war ich natürlich froh, als der Phantom 4 rauskam mit dem 1 Zoll großen Sensor, 4K 60p, eine tolle Drohne, da habe ich tolle Aufnahmen mitgemacht, keine Frage, aber immer noch so ein Köfferchen, ne? Also das hier ist jetzt der Mavic, der ist halt einfach nur 10 cm hoch und da habe ich echt viel drin. Also der Mavic ist ja viel kleiner, den könnt ihr noch viel kompakter unterbringen. Aber der Phantom, der war halt immer noch so ein Koffer, ja, und man musste immer noch Propeller anbauen und allen Schnickschnack und so. Und dann, warum hatte ich den? Weil er 1 Zoll Sensor hatte, ja, 4K 60p. Und dann kam DJI mit dem Mavic Pro 2 raus, der auch einen 1 Zoll Sensor hat. Also da gab es ja zwei Versionen. Der eine konnte zoomen mit dem kleineren Sensor. Auch verlockend natürlich, einen optischen Zoom zu haben. Da kann man ja so schöne Parallaxe-Effekte machen, wenn man irgendwie so einen Turm filmt. Und der Hintergrund zieht so schön schnell vorbei, weil wir eben ein bisschen reingezoomt haben. Das ist natürlich verlockend, aber ich habe mich dann für das Modell mit dem größeren Sensor entschieden. Das habe ich euch ja damals vorgestellt, vor 2 Jahren. Seitdem ist viel passiert, wir haben viele Aufnahmen gemacht und ich habe das Ding immer noch, wie ihr seht. Ich habe immer noch meine 2 Akkus. Das Einzige, was ich mir da mal irgendwann geleistet habe, war diese Fernsteuerung mit Display, weil ich halt einfach der Meinung bin, wenn ich mal fliege, dann packe ich das Ding auf, ich schalte das ein, ich schraube noch meine Knöpfchen hin und los geht's, ja. Ich habe keine Lust, mein Smartphone zu verbinden und dann hast du mal wieder ein Smartphone, da läuft DJI nicht gescheit drauf und dann hängt sich's wieder auf und dann ist das Display so klein und fummelig und nicht hell genug und wie auch immer. Und deswegen habe ich gesagt, ich investiere einfach mal in diese Profi-Fernsteuerung für 500 Euro und dann habe ich aber eine mit einer extrem hohen Reichweite, extrem hell. Schönes Display, einschalten und los geht's. Und genau das wollte ich im Grunde auch. Und dieses Video heute mache ich deshalb, um euch mal zu sagen, oder ja, um euch einfach mal auf den Stand zu bringen, dass ich diese Drohne immer noch habe und immer noch hochgradig zufrieden bin. Wir haben hier einen 1 Zoll Sensor mit der Hasselblad Kamera. Ja, ich meine, das ist natürlich auch nur Marketing. Die ist mit Hasselblad entwickelt worden damals. Ich habe hier einen ND4 drauf, der eben dafür sorgt, dass wir professionell mit 50 oder 60, einer 60stel filmen können, damit wir eben diesen cinematischen Eindruck haben. Dazu muss man natürlich das Bild ein bisschen abdunkeln, deswegen habe ich hier einen ND-Filter drauf. Und ja, ihr seht ja, wie klein der ist. Das Konzept ist nach wie vor das Beste für mich auf dem Markt. Höchste Qualität ist auch bisher von DJI nicht übertroffen worden, ja. Können wir gleich mal drüber reden. Kleiner Tipp am Rande, ich habe das mal hier aufgemacht im Browser. Also die neuesten Flaggschiffe ist ja jetzt zum Beispiel der DJI Mavic Air 2. Der hat aber auch nur einen 1/2 Zoll großen Sensor, also die Hälfte von dem. Und wer wirklich einsteigen will mit einer kleinen Drohne, die wirklich Spaß macht und der wo sagt, ich brauche nur Full HD. Ich kenne jemanden, der hat die gekauft, dem habe ich auch gezeigt, wie man die einrichtet und so weiter. Ja. Aber dann nehmt die DJI Mini 2, das ist so eine putzige kleine Drohne, die passt auf eure Hand. Die hat ein mega stabiles Bild, die hat einen Gimbal, die hat Full HD und ihr macht damit wirklich atemberaubende Aufnahmen, für das die, gerade als derjenige war nämlich Motorradfahrer, der hat die einfach so in die Tasche gesteckt, ja. Also gerade Motorradfahrer, so eine kleine Drohne auf der Hand dabei zu haben, die solche cinematischen Aufnahmen machen kann, ist natürlich mehr als Gold wert. Und die DJI Mavic Air, die würde ich euch jetzt eigentlich gar nicht empfehlen, weil dann kauft lieber den hier, ja, weil der müsste momentan im Preis ungefähr genauso teuer sein. Ich meine, die kostet 1000 Euro, kann jetzt zwar 4K 60p, aber dafür ist der Sensor nur halb so groß. Diese hier kann 2,7K 60p, ist etwas weniger, und 4K 30p natürlich dann bloß, ne? Aber das habe ich nie vermisst, sondern wenn ich dann eine Zeitlupe machen will, dann stelle ich sie halt auf 2,7K, das ist ja immer noch viel mehr als Full HD, und dann könnt ihr auch eine schöne Zeitlupe davon machen. Thank you.
Was bei dieser Drohne beeindruckend ist, neben diesem 1 Zoll Sensor, ist halt auch ihre Sicherheit. Ich habe mit dieser Drohne noch nie irgendwie ein Problem gehabt. Ich habe sie sogar mal einem Bekannten ausgeliehen. Der hat sie, gut, solange ich keinen Namen nennen brauche, ist es ja jetzt auch nicht gefährlich. Der hat sie wahrscheinlich illegalerweise mal auf dem Matterhorn fliegen lassen, ganz oben auf dem Gipfel. Und die ist nicht mehr zurückgekommen. Diese Drohne, meine Drohne, hat der wegfliegen lassen, ja. Und Problem, er meinte, irgendwie ist das Display auf einmal ausgegangen von dieser Fernsteuerung. Das habe ich persönlich noch nie erlebt. Entweder schießen die Schweizer irgendwie da oben so Störstrahlungen rauf, weil da auch ab und zu ein Hubschrauber fliegt, habe ich mir sagen lassen, ja. Und dann geht plötzlich nichts mehr. Wie auch immer, auf jeden Fall hat der ganz schön geschwitzt, weil er wusste, jetzt darf er mir die Drohne bezahlen, ja. Und wir reden gerade über den Punkt Sicherheit. Unabhängig davon, ob das jetzt legal oder illegal war, da oben am Matterhorn zu fliegen. Und ich denke, es war wahrscheinlich illegal, aber Gott sei Dank war es nicht. Ich nicht. Unabhängig davon, nach einer Viertelstunde hat er, nachdem er gedacht hat, die ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden, hat er plötzlich das Summen über sich gehört und die Mavic ist halt brav zurückgekommen. Macht sie ja immer, ne? Wenn die Verbindung abbricht, dann kommt sie einfach zum Ausgangspunkt, wo sie gestartet ist, einfach wieder zurück und landet selbstständig. Und das hat sie in dem Fall auch gemacht, hat er gesagt. Er war heilfroh, wie die Drohne wieder da war, wie die gelandet ist und er die eingepackt hat. Und dann hat er sie wieder mit vom Berg runtergenommen. Also, Sicherheit ist wirklich gut. Ich habe noch nie irgendein Problem gehabt, dass die mir in die falsche Richtung davonfliegt oder irgendwie. Und Hinderniserkennung ist ja auch extrem gut, ne? Also wir haben hier zwei Kameras nach vorne, die Hindernisse erkennen. Wir haben zwei Kameras nach hinten, die Hindernisse erkennen. Wir haben eine seitliche Kamera für seitliche Hindernisse. Und auch hier noch eine seitliche. Und wir haben zwei Kameras nach unten und wir haben den neuen Sensor nach oben. Das heißt, wenn ihr unter eine Brücke fliegt, zum Beispiel so eine riesige Autobahnbrücke mit 200 Meter Höhe oder so, ja, und ihr fliegt da drunter und ihr fliegt aus Versehen nach oben, dann sagt euch dieser Annäherungssensor, halt, stopp, über dir ist auch noch was, ja. Also dieses Teil ist rundum abgesichert. Und ich muss sagen, diese optische Hinderniserkennung, die funktioniert meistens sogar zu fein, ja. Also wenn da irgendwelche Äste in 6-7 Meter Entfernung sind und ich mache da gerade irgendwie eine cinematische Aufnahme von einem Wasserfall oder so, dann beginnt die Drohne bereits zu motzen und sagt, ey, pass auf, da vorne, also das sieht man dann hier mit so Farbbalken im Display, pass auf, da vorne, da ist irgendwas, ja, und du weißt, aha, irgendwo da kommt ein Ast und es nervt meistens sogar ein bisschen, weil wenn ich lande meistens in der Nähe von mir und dann motzt sie auch immer, ne? Wenn ich zu nah auf mich zufliege, dann bleibt sie übertrieben wieder stehen und wackelt rum in der Luft und sagt, da ist ein Gegenstand, ne? Und dann muss ich wieder ein Stück zurück oder ich lande sie halt dann dort trotzdem, weil es geht, wie auch immer. Aber wie gesagt, punkto Sicherheit, top. Ich habe noch nie irgendeinen Ausfall gehabt. Ich habe immer noch die ersten Akkus, ja, also einer davon funktioniert nahezu noch zu 100%. Der andere, habe ich gemerkt, schwächelt schon ein bisschen, muss man mal sehen, ja. Aber ich habe die auch gestern wieder im Einsatz gehabt. Die Drohne ist einfach eine Wucht. Tolle Bildqualität, super Absicherung, tolle Flugzeit. Ich bin nach wie vor noch top zufrieden mit diesem Teil. Und eben das sind meine zwei Botschaften an euch. Der hat übrigens so ein Start- und Landelicht. Ja? Wenn ihr im Dunkeln oder Halbdunkeln landet, im Dunkeln darf man ja nicht fliegen nach Sonnenuntergang, aber wenn es dann schon ein bisschen dunkel ist, dann schaltet die beim Landen ein Licht ein, ja, das schaut so spacey aus, wenn die dann landet, damit sie einfach über diese zwei Kameras und diesen Annäherungssensor erkennt, wie nah sie dem Boden ist, ja, das ist ja echt abgefahren, ja. Also, beste Drohne immer noch im Jahr 2021, in meinen Augen, Preis-Leistungs-Sieger, egal ob DJI jetzt eine neue rausbringt, die vielleicht nochmal besser ist. Vielleicht kaufe ich sie mir dann, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie viel Kohle ich übrig habe. Aber es wäre kein Schaden, die neue nicht zu kaufen, weil die alte hier, die kann alles. Ja, ich bin hochzufrieden, die ist nie abgestürzt, ist nie irgendwo dagegen geflogen, ist immer wieder brav gekommen, auch bei Problemen. Von daher alle Daumen nach oben. Und wer billig einsteigen will und sagt, ihm reicht Full HD und er ist vielleicht noch Motorradfahrer oder braucht eine kompakte Drohne, dann nehmt einfach die DJI Mini 2. Die kostet jetzt hier 440 Euro. Vielleicht kriegt ihr sie woanders auch im Angebot. Oder es ist jetzt schon wieder günstiger, wenn ihr das Video schaut. Ist übrigens auch der Amazon Bestseller. Also das ist eine sehr beliebte Drohne und die Leute sind alle mega zufrieden. Mir hat es gefallen, euch das mal zu sagen. Euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video mal wieder. Tschüss.
Egal ob nubischer Steinbock oder Klippschliefer. Sie profitieren von dem wenigen Regen, der auf dem Weg ins Tote Meer eine karge Landschaft formt, die ihre ganz eigene Anziehungskraft besitzt. Sie gehören zu den wenigen Tierarten, die von sich mit Recht behaupten können, am tiefsten Punkt der Erde zu Hause zu sein.